Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2 gegen die gleichen Spieler wie beim letzten Mal. Wenn gute Spieler so eine Rotze spielen wollen, ist das Spiel einfach scheiße. Stark ist immer noch sehr salzig. Ja, natürlich. Ist bei Jormun in die Leere gegangen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. So, spiel mal ein paar Adepten. Also 2 Gate Adept Opener. Mach mal. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich supporte das dann ein bisschen. Wir brauchen mehr. Und 2 geht Adept into Oracle, machst du mal Zauber. Das ich klingt doch mal Oracle nach einem Plan. So weit kenne ich nicht. Geht nicht. So. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Jetzt gammelt ihr beide da rum, oder? Mehr Mineralien. Schlechte Neugier. BBF einsatzbereit. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Über Geld, ne? Ja, wenn ich Geld dazu habe, mache ich das auch. Was liegt an? Gut. BBF bereit. Cool First auf jeden Fall gespielt. Nur zu. Aber ist auch noch okay. Uns fehlen Mineralien. Können wir mit leben. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Basis unserer Geht Verbündeten nicht. Steht unter Beschuss. WBF einsatzbereit. Ah, eigentlich erst Cybercore, dann peilen, aber ist okay. Sollte beides trotzdem funktionieren. So, jetzt muss ich mal darauf achten, dass ich gleich nicht mein Depot vergesse, aber trotzdem hier das Ding nehme. Wir brauchen mehr Schick mal Mineralien. Den hier ein bisschen durch die Gegend noch. Der lebt nämlich aus unerklärlichen Gründen noch. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Nur zu. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Sagt die Adeptfront. Unsere Kommandozentrale wurde ja, ausgebaut. Die sind quasi im Ei. Im Ei? Eieiei. Waren übrigens nicht so wenig Linge, die er da hatte. Weiß nicht, du hast leider die Echse vom Zerg nicht nochmal angefangen. Ja, geil! Lauf einfach an verschiedenen Richtungen. Ist in Ordnung. Ja, warte eben noch einen Moment. Warte mal eben kurz. Warte mal auf die nächsten beiden. Oder bist du dafür supply blocked? Nee. Gut, dann warte noch eben auf die nächsten beiden und dann gehen wir los. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie selber angreifen wollten. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Das Kind. Na toll. Da müssen wir mal los. Was springt dabei Rache? Da wird man kalt. Soll ich irgendwas umlegen? Also wir müssen erstmal zusammenbleiben, solange Linge da sind. Da ist sein Viper. Bin ich. Ja, bin ich. Du kannst shaden, dann müsst du schneller. Wie, Digga? Ich spiel einfach. Wir müssen ja zusammen. Ja, aber wir müssen schnell da sein, bevor hier die Tanks stehen. Hier auf die Linge. Nein, nicht die Rocks angreifen. Muss ich um die Hey, ja, jetzt ist wieder ein bisschen sehr viel da. Und du hast gar keine Echse in Vorbereitung, ne? Das ist schade. Boah, hell jetzt. Wo bleibt dein Oracle? Aber du hast es nicht angefangen. Das hätte jetzt sehr geholfen, weil gegen Halions wäre das sehr gut gewesen. Ach, Halions, Schmellions ja immer. Und baue eine Echse, Zarak. Ja! Und baue gleich ein zweites Oracle hinterher. Gesehen, wer der Gegner spielt. Und dann auf den Terraner gehen und nicht auf den anderen. Lust hält sich in Grenzen. Ja, aber das Oracle hätte echt viel gemacht. Schade. Erweiterung fertig. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Hast du noch was? Ich kaufe ja viel Zeit, aber. Ja, nicht mit dem Oracle. Ja, dann ist das Spiel vorbei. Das Oracle darf nicht zur Defense benutzt werden. Du musst damit Schaden machen. Wie sollen wir jetzt noch zurückkommen? Ja, Oracle macht gegen Hellions genau gar nichts. Ja, du musst das Oracle auch gegen Worker einsetzen.
Nicht gegen die Linge. Spiel's für den Arsch. Ach, Zalrock. Ja, das Oracle tatsächlich, wenn du das ein bisschen früher da gehabt hättest, wäre gut gewesen. Aber naja. Aber die haben auch, die hätten auch gecheased. Also wir hätten vielleicht einfach zu Hause bleiben sollen. Der hatte 12 Worker, der Zerg. Du hattest mehr Worker, du hattest fast doppelt so viele Worker wie der Zerg. Ja, was merkt man? Worker entscheidet das Spiel nicht. Wir hätten doch defensiv bleiben sollen, okay. Gab da jemand, der wollte schnell nach vorne? Ja, mit Einheiten, das war das Problem. Da waren ein bisschen wenig Einheiten auf der anderen Seite. Alle Zufall hier, das ist immer schön. Oh, jetzt bin ich Terraria. Ah, du machst das zu da. Ich scoute dafür. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich spiel mal die Tiefling. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Das muss ja hin und wieder auch mal gespielt werden, ne? Ich glaube, ja. Zeug ist noch nie erforscht. Hast du das jemals schon mal erforscht? Ja, 4 gegen 4. Au. Oh. Keine Ahnung. Hab ich angedrückt. Das wurde, glaube ich, sogar gebufft von den Kosten her, weil das kein Mensch erforscht. Dabei gab es tatsächlich mal, also in der GSL wurde das ja sogar mal gespielt. Einmal. Und war erfolgreich tatsächlich. Anstatt was Nützliches zu nerven, wie Mech oder so ein Scheiße oder Tankgeschiebe. Ja? Ne, wir machen Carrier irgendwas kaputt und die Tieblink und ja. Und die Tieblink wurde gebufft. Ja, nutzvoll. Jetzt nutzt das ja jeder. Mech wurde quasi auch genervt, weil Raven deutlich nochmal abgeschwächt wurden. Wobei man das argumentieren kann, weil es gibt so ein paar andere Sachen. Das ist ein Early Pool. Ich würde mal die Wall dicht machen. Ah, es ist ein Early. Ist auf jeden Fall wieder Pool First und gefühlt ist er noch früher als ich es erwarten würde. Er hat jetzt Hedge jetzt angefangen quasi. Also es war eine sehr späte Hedge. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, die Wall dicht zu machen. Soll ich dir dabei helfen? Ja, mache ich gleich. Geht nicht. Dafür brauchen muss aber erst einen Cybercore bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt kann ich stark gehen, Renaktor. Renaktor. Ja, du kannst aber drüber gehen. Also das sollte trotzdem deine dichte Wall sein. Geht nicht. Aber ich wollte, dass das hier dringend mal zu wird. Geh mal mit deinem Worker, der dabei das scoutet, weg. Und mach mal bitte einmal kurz das Depot auf. Damit ich hier wieder rein kann. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Da sind nämlich schon die ganzen Linge. Das meinte ich mit, es geht schon früh. Mein Depot wieder zu. Vielleicht willst du vorne deinen Worker reinschicken. Man soll es sich aber beeilen. Wo er da gleich ist. Und falls du vielleicht einen Marine hättest, um den Overlord zu vertreiben, könntest du es auch noch machen. Währenddessen fliegt ein Mule durch mein Bild. Ist vielleicht mein. Ach so. Ah, das machst du schon. Ich hab gleich auch einen Adepten. Da ist er. Also das sollte eigentlich eher dicht sein. Ja, Reaper, ist in Ordnung. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Müssen wir dringend diesen Overlord hier vertreiben. Gefällt mir nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Der gefällt mir Jans und Janet. Wo ist der denn? Ja, mitten über meiner Production. So dass ich keinen Dark Shrine setzen kann. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich hab jetzt auch selber die Möglichkeit, dagegen zu intervenieren. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Ja, aber das ist ja einfach nur wegwerfen, was er da gerade macht. Uns fehlen Mineralien. Aber du wirst ja, hast ja bei dir Reaper drin, sag doch was. Ja, habe ich jetzt gerade gesehen. Aber ich dieses Spiel hasse, wenn es Menschen gibt, die das nicht vernünftig spielen, ey. Das ist so witzlos. Das ist wie Fünferkette im Fußball, das ist einfach Grütze. Ja, wir kriegen das schon noch hin. Einfach neue Worker bauen. Ändert nichts daran, dass die nächsten drei Reaper kommen. Ja, Reaper, Schmieper, sag ich mal. Bending Bust! Ja, geil. Schnell wieder zuwallen. Wall doch zu, Zarok. Wird nicht funktionieren. Ja, da muss er ja schon was parat stehen.
Ja, ich spiel's Bullshit. Warum gehst du jetzt raus? Ich hab doch Adepten. Weil der Bullshit ist, ist mir scheißegal. Ach, Zalrock. Wir spielen jetzt StarCraft. Wir spielen nicht StarCraft. Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Na gut. Zalrock, du warst so schlecht in diesen beiden Spielen, dass wir noch eins spielen müssen, weil es nicht mal 10 Minuten waren. Nee, wenn man gegen so weit verliert, ist man nicht selbst schlecht. Dann muss der Gegner sich an die Nase fassen. Ne? Wenn man so spielt, dann ist einfach... Das ist nichts anderes als einfach noch ein bisschen größer wollen. Wir wussten ja, dass da ein Early Pool kommt. Und du hast ja sogar... Bunker war ja schon eine gute Geschichte. Bei sowas kannst du aber gut nochmal eine Doppelwall machen. Ja, das hätte gegen Reaper natürlich sehr geholfen. Ja, die Bailinge waren ja im Nachhinein das Problem. Reaper war ja gar nicht so problematisch. Boah, ey. Wie kann man das so... Die haben sich da vermutlich sogar... Nee, die haben sich da nicht gekauft. Die haben sich da irgendwo gecrackt. Man braucht dieses Spiel nicht kaufen, Zalrock. Ist und dann gehst du da rein, bespielst Leder und machst so eine Scheiße. Aber die haben beide ein Zerg-Clan-Porträt und sind aber beides Terraner. Ja, schon wieder sehr interessant. Geht nicht. Dafür so, Zalrock, wir müssen diese Folge kurz halten, damit wir noch irgendwie was hinkriegen. Geht nicht. Dafür brauchen wir also diesen Teil der Folge. Also heißt das dreimal Käse. Zweimal wurden wir gekäst. Jetzt käsen wir zurück. Heißt, du willst dich tatsächlich auf das Niveau von diesen Versagern hinablassen? Eigentlich möchte einfach loskäsen. Ich finde, das ist auch kein niedrigeres Niveau, weil das gehört zum Spiel dazu. Ja, das gehört zum Spiel dazu. Andere haben eine große Portion Salz gerade im Blut, aber daran ändert das ja nichts. Mist, da ich Rage quitte in Scotland. Ja, die Folge habe ich gerade geschnitten, das war sehr witzig. Wir brauchen mehr Mineralien. Wie du dich dann auch zu verteidigen versucht hast. Mir tut das halt leid für Blizzard, ne? Weißt du, die machen ihr Spiel und durch solche Assis werden dann Spieler abgeekelt. Das ist halt. Und dann kommen auch noch Leute wie Nergorix, das ist doch voll geil! Ja? Okay, Doppelterraner soll ich keine Adepten. Doch, ich mach trotzdem Adept. Ah, ein Adept all in. Wo fährst du denn hin eigentlich? Also wirklich, Proby. Boah, hey! Hört auf, unsere Sonden anzugreifen! Was mache ich denn da mal? Nee, ich weiß, was ich mache. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Erst aber ein Cybercore, das ist, glaube ich, angebracht. Mineralien. Ist auch ein bisschen spät. Ist möglich. Aber ich kann auch hier die Tiefling spielen. Ne, ich spiele jetzt die Tiefling. Das ist auch okay. So. Cybercore, werd doch mal bitte jetzt fertig. Sonst kann ich den Reaper gleich nicht verteidigen. Das wäre schade. Der rennt glücklicherweise erstmal zu dir. Zalrock? Hat er mich jetzt gemutet? Ich bin hier in den Schatten. Wie ihr befehlt. Das können wir nur in einem. Ich habe nicht, dass uns fehlen Mineralien. Aber ich finde das gut, dass du den Schaden für das Team genommen hast, weil ich hatte auch keine Antwort gerade. Uns fehlen Mineralien. Jetzt habe ich sie aber. Okay, aber wir haben festgestellt, die Dinge müssen früher kommen, das heißt, wir müssen ein paar Worker cutten und erst die Dinge rausbringen, sonst funktioniert das nicht. Ja, also eigentlich macht man, sobald der Pool fertig ist, baut man die 6 Sicherheitslinge, wenn man auf so Niveau ist wie wir. Als Profi macht man das dann nicht, aber ich glaube... Ja gut, als Profi versucht man auch das Spiel zu verteidigen mit Mac und so Scheiß, ja. Nee, als Profi versucht man das nicht, als Profi schafft man das easy. Ist nicht so ernst zu nehmen, Profis. So. Ich finde, Overlords müssen bauen! Wir brauchen genug.
Ich wollte gerade gucken, dass ich meine Gates gleich richtig früh ausklappe, aber dann fiel mir ein, das brauche ich ja gar nicht mehr. Man hier von selbst. Ein Wunder der Technik. Ich habe letztens den Kommentar bekommen über einen, der sich tierisch darüber aufregt, dass die jetzt sich neuerdings ausklappen, weil das sein Bild völlig durcheinander wirft, weil es ihn so irritiert. Muss ich sagen, du hast komische Probleme. Das ist das einzige Patch-Gedöns, der Blizzard. Du weißt ja überhaupt nicht, was sonst in dem Patch gekommen ist. Du kannst arbeitende Worker viel besser angreifen. Das habe ich gerade schon genutzt, weißt du, wie geil das ist? Ja, yeah, yes. Dadurch haben wir nur einen Reaper abbekommen und nicht von dem anderen Typen auch einen. Wir sind schon wieder ein bisschen wenig über unseren Gegner, finde ich. Dafür reicht die Energie nicht. Ja. Uns fehlt Energie. Das dauert aber auch ganz schön lang, dieses Upgrade. Lohnen wird das nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauen können. Dafür reicht die Energie nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich komme aus dem Schatten. Okay. Ich finde es immer noch komisch, den Darkshine zu Chrono boosten, ganz ehrlich. Warum? Und das sehr lange nicht konnte. Bei dir ist ein Double Drop. Aber du hast ja da easy was gebaut, Sarok. Da sieht man den Profispieler an, Sarok. Leider ein bisschen blöde Position für dich. Gebe ich zu. Aber du schaffst es. Ich werde währenddessen versuchen, Schaden zu machen. Guck mal, der dampft ja sogar, der Dark Shrine. Also ich weiß, du bist gerade ein bisschen zu sehr beschäftigt, als dass du das angucken könntest, aber... Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich versuche mal mit ein paar Stalkern zu helfen. Steht unter Beschuss. Ja, warum auch angreifen, Queen, ne? Warum auch nicht einfach hinten rumstehen? Forschung abgeschlossen. Die haben es auf unsere Sonden unsere abgesehen. Feinde. Oh. Ich jetzt hier, ich bin noch gerade vorne beschäftigt. Warum auch angreifen, Queen? Man kann ja auch einfach gammeln. Ja gut, ist der nächste Drop. Das können wir nur in einem Energiefeld platzieren. Ja, hier bleibt aber nicht neben stehen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Boah, hey! Hört auf, unsere Seite! Oh, Liberator ist eklig. Hätte da auch noch nicht Flak. Ja, der Liberator macht überhaupt keinen Sinn in der Regel, ne? Doch, er hat ja schon was getötet von mir. Ich hab ja schlau weggezogen. Alter, da kann man nur von einer Position hier gerade angreifen. Wie ist das denn bitte? Gibt noch irgendein DT von mir? Nee, schade. Aber ein Warp Prism? Ja. Nee, das ist nur ein Overlord von dir. Warum ist hier ein Random Marauder? Bei dir ist der Liberator nochmal. Und bei mir auch. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Queen hin, Queen hin, Queen hin. Und den Sporecrawler muss eigentlich immer um, erinnern bei sowas, aber das ist ja glücklicherweise ein klinisch toter Dings gewesen. Könnt ihr jetzt hier mal irgendwie ankommen? Das ist auch frech, dass der noch getötet hat, obwohl der eigentlich schon tot war, als er den Schuss abgegeben hat, ne? Ne, das ist völlig legitim. Ich weiß nicht, wer da auszusetzen gibt. So, ich baue jetzt mal 80 Gates da und ich glaube, dann greifen wir einfach nochmal an, oder? Ja, wir greifen mal an. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarpen können. Unsere Verbündeten, ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarpen können. Oh nein, ein Overlord gefunden. So. Oh, da kommt ein Push bei dir. Ja, meine Gates kommen gleich. Oh, ich werde auch noch gedroppt. Ah, ne, das ist ein Liberator. Das ist okay. Ja, meine Gates brauchen leider noch einen kurzen Moment. Ich hoffe, dass wir so lange noch haben. Ja, bestimmt.
versuche ihn abzulenken. Du machst das in der Zwischenzeit. Auf unsere Sonden anzugreifen. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, Ablenkungsmanöver ist vorbei. Jetzt komme ich zum Angriff. Zwischendurch noch kurz den Liberator klären. Ich bin hier in die Schatten. Da kommt leider nochmal was. Lasst unsere Feinde unsere. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Haben die den jetzt nicht geil, finde ich gut, dass die da, finde ich gut, dass die da runterlaufen. Habe ich auch genauso angeordnet. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Alles klar, wir sind wieder mal tot. Nein, sind wir nicht, sag. Nee, nee. Nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Liberator. Nee, ist ja völlig legitim. Liberator ist ja völlig legitim. Unserer Verbündeten steht unsere Verbündeten werden angegriffen. Und damit würde ich sagen, was ist das für die heutige Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt die nächste Folge klicken. Und jetzt Aspekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.